Blomberg TV. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Blomberg TV. Das sind unsere Themen. Weiterer Leerstand am Blomberger Marktplatz, HSG mit Erfolg im Pokal und Kartoffelfest am kommenden Wochenende. Das Deutsche Haus schließt Ende Oktober seine Pforten. Inhaber Andrei Rogowski hat die Entscheidung bereits seinen Mitarbeitern mitgeteilt und begründet den Schritt damit, dass sein Konzept offenbar keine Früchte getragen habe. Rogowski hatte das Deutsche Haus vor rund 2,5 Jahren übernommen und viele kulinarische Akzente gesetzt. Allerdings nahmen die Blomberger die verschiedenen Angebote offenbar nicht im erhofften Maße wahr. Ob der Betrieb überhaupt bis zum 31. Oktober geöffnet bleibt, ist noch unklar. Laut Andrei Rogowski hänge das vom laufenden Geschäft ab. Frauenhandball-Bundesligist HSG Blomberg-Lippe hat im DHB-Pokal die dritte Runde erreicht. Bei Oberligist HSG Menden-Lendringsen hatte das Team aus der Nelkenstadt keine Probleme und gewann souverän mit 45:19. Bereits zur Pause, als es 22:9 stand, war die ungleiche Begegnung im Grunde genommen entschieden. Trainer André Fuhr machte nach dem Schlusspfiff einen zufriedenen Eindruck. Ja, ich denke, wir haben unsere Pflichtaufgabe hier gut gelöst. Wir haben viel Tempo gemacht, viele Tore geworfen. Wir haben uns über dieses Los gefreut. Es war ein angenehmes Los. Wir haben gegen einen Oberligisten gespielt, der nicht allzu weit entfernt ist. Hatten guten Besuch. Wäre noch etwas besser gewesen, wenn das Wetter etwas schlechter gewesen wäre. Wir haben viel durchgewechselt, viel probiert. Manches hat geklappt, manches weniger. Als Trainer ist es am Ende immer so, man hätte gerne mehr Tore geworfen und weniger reingekriegt. Aber alles in allem waren wir zufrieden nach Hause. Am 11. und 12. Oktober steht vor dem Blomberger Rathaus alles im Zeichen der Kartoffel. Zum mittlerweile 21. Mal werden dann in herbstlichem Ambiente verschiedene Kartoffelgerichte angeboten. Darbietungen aus den Bereichen Musik und Theater runden das Programm ab und am Sonntag öffnen die Blomberger Einzelhändler ihre Geschäfte.